So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir fangen auch gleich an, aber ganz kurz, ich fange an, mir meine eigene Ausrüstung zu basteln. Ne? Nennt man doch Make Your Own Gear oder sowas. Nachdem ich jetzt rausgefunden habe, dass die Nähmaschine von Chefin gar nicht so schwer zu bedienen ist, habe ich mir immerhin hier jetzt mal so eine Utensilientasche produziert. Also im Grunde, klar, die kriegt man auch für ein Apfel und ein Ei aus China nachgeschmissen. Aber es macht Spaß. Es macht enorm Spaß, sich so ein Ding selber zu machen. Das ist jetzt mit Einfachkordel, nicht mit Doppelkordel. Man hätte hier noch so einen Kordelstopper dran machen können, hatte ich aber keinen da. Das habe ich hier einfach Paracord eingenäht, beziehungsweise hinterher durchgezogen. Das ist aus dem alten Poncho, der Stoff. Wasserdicht. Ich habe vom Tarpnähen noch Polyester-Kern-Baumwollmantel-Garn gehabt. Warum ist das toll, dass das Ding einen Baumwollmantel hat? Naja, wenn das nass wird, quillt das auf und stopft so das Loch, das man beim Nähen gemacht hat. Und damit ist das Ding hier, also dieses Beutelchen, sehr, sehr stark wasserabweisend. Natürlich hier oben nicht, ne? Aber trotzdem, man kann den Beutel an sich so erstmal schon nass regnen lassen. Ja, da passiert nichts. Oder Wassereinbrüche im Rucksack, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da nichts passiert. Und wenn ich weiß, dass ich mit Wasser rechne, ja, dann wickel ich hier einfach die Schnur drum und mache dann noch einen Knoten oder sonst wie. Und dann habe ich ein wasserdichtes Beutelchen. Und wie gesagt, das kriegst du für einen Apfel und ein Ei, kannst du das auch kaufen. Aber es macht Spaß und ich fange erst an. Und da ich mir bisher noch nichts Besseres nähen kann als einen Beutel, mache ich halt erstmal einen Beutel, ne? Ja, das ist zum Ausprobieren. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Vor allen Dingen habe ich nämlich schon kapiert, dass, wenn man das Ding umstülpt, also falsch rumnäht quasi, auf links gedreht näht und dann umstülpt, dann sind sämtliche Nähte drinnen. Und das führt dazu, dass man meine hässlichen Nähte... Geht eigentlich, das könnte wirklich schlimmer sein. Dass man meine hässlichen Nähte nicht sieht. Ne? Da sind sie. Da sind sie, die hässlichen Nähte. Aber ich finde, es könnte echt schlimmer sein. Ich habe nicht alles wirklich hundertprozentig gerade mit handwerklicher Genauigkeit, weil ich bin ja kein Handwerker. Aber ich glaube, ich habe ein neues Hobby. Ich glaube, ich nähe mir ab sofort meinen Krempel selber. 7000 Projektideen kann ich alles noch nicht. Ich kann jetzt gerade mal gerade ausnähen und mein Versuch, dieses Beutelchen hier, das ist fürs Mikrofon, das baue ich auch gleich an die Kamera, zu bauen, das über Klettworks verfügt, um da eben entsprechend mein Mikrofon drin aufzubewahren, weil das liegt gerne mal einfach so im Rucksack und das ist natürlich scheiße und deswegen braucht das ein Beutelchen. Und dieses Beutelchen hat jetzt tatsächlich abgemessen das Format, dass mein Puschelmikrofon da genau reinpasst. Und an dieser Stelle übrigens nochmal an denjenigen, der mir damals das Klettband geschenkt hat. Jetzt habe ich eine Verwendung. Jetzt kann ich das richtig, richtig gut gebrauchen. Bisher war es noch nicht. Ich war immer der Meinung, ich brauche das irgendwann. Ja, und jetzt ist es soweit. Bisher konnte ich es noch nicht so viel gebrauchen. Aber inzwischen wird es gerne und viel bei verschiedenen Projekten jetzt verbaut. Aber das sind so die Dinge, die ich heute gemacht habe. Nur zur Info. Und ne, seht ihr, also das ist wirklich ziemlich genau das Format. Dass da mein Mikrofon reinpasst und ja, vielleicht hätte man das noch schöner machen können, aber viel Luft ist da echt nicht mehr. Da könnte man auch ein Mikrofon und noch ein paar Ersatzakkus reinmachen, ne? Das würde dann auch gut gehen. Das ist einfach Kamerautensilien für die Hosentasche ist oder so. Ein bisschen zusätzlich geschützt. Auch das ist wieder ziemlich wasserdicht, ziemlich, auch aus dem alten Poncho, ne? Ja, das... Am Rande angemerkt, wir kommen zum eigentlichen Thema nach dem Schnitt, weil jetzt wollte ich das Mikrofon auch noch draufsetzen. Es gibt Kommentare, die nerven, aber dann versuche ich sie schnell wieder zu vergessen und dann ist gut. Ja, dann gibt es Kommentare, die verdienen es gelöscht zu werden. Das macht man dann, dann sind sie weg und dann ist gut. Und es gibt Kommentare... Die kann ich zwar stehen lassen, aber auf keinen Fall unkommentiert. So, und zwar öffentlich. Und das kommt immer mal wieder vor, aber manchmal juckt es mich so wirklich, meistens denke ich mir, naja, muss nicht sein, aber manchmal juckt es mich so richtig. So, ah, das kann doch nicht, das kann doch nicht, dann nee. Davon haben wir hier heute mal zwei und dann hätte ich noch einen. Der ist im Grunde nicht doof. Aber der passt zum Thema und deshalb werde ich den auch noch mit aufgreifen. Ja, aber wichtig, der dritte, der ist nicht doof. Überhaupt nicht. Nö, das ist völlig legitim. Ist nur eine interessante Frage.
So, wo wäre denn das Pro- Also jetzt hier auf Kommentar 1 von Marco Wilm oder so ähnlich. Wenn du mit Klarnamen kommentierst, dann musst du damit leben, dass das dann auch genannt wird. Ich bin hier ja auch nicht anonym, also finde ich das eigentlich ganz fair so gesehen. Wo wäre denn das Problem, wenn es jeder macht? 99% der Menschheitsgeschichte haben wir Menschen im Wald verbracht. Deine Denkweise ist schon wirklich sehr egoistisch. In diesem Sinne dürftest du auch nicht mehr in den Wald, da es ja jemanden stören könnte, dort auf dich zu treffen. So, der zweite Satz, ne? Also, nee, dritter Satz. Ab dem dritten Satz, wenn ich das richtig interpretiere. Ja. Das ist Meinung. Ja, das kann man so vermeinen, das kann man auch sein lassen, das ist mir ehrlich gesagt relativ nutz. Aber die ersten zwei Sätze, wo wäre denn das Problem, wenn es jeder macht und 99% der Menschheitsgeschichte, da muss man jetzt erstmal einen Kontext herstellen. Ja? Da ging es darum, dass ich gesagt habe, im Wald wohnen wäre scheiße, sobald jeder, wenn angenommen es macht jeder, geht nicht, deswegen kann man es nicht erlauben, deswegen ist gut, dass verboten ist. So, zu der Aussage stehe ich auch hundertprozentig, kann man natürlich noch ein bisschen weiter ausführen, hatte ich aber keine Zeit. Gut, jetzt ist es meiner Meinung nach völlig bekloppt, tatsächlich zu denken, also Entschuldigung, ja, das ist keine das ist jetzt nicht persönliche Kritik an dir, deiner Person oder sonst was, aber an dieser deiner Aussage. Denn ich finde es wirklich völlig blödsinnig, dass man auch nur ansatzweise dann denken könnte, dass es nicht schlimm wäre, wenn jeder auf die Idee kommen würde, im Wald zu wohnen. Habe ich mal ausgerechnet. Rate mal, wie viel Platz wir jeweils haben im Wald, wenn wir alle auf die Idee kommen, da zu wohnen. Ja, natürlich ist das utopisch. Wir werden nicht alle auf die Idee kommen. Aber selbst wenn es jeder Zweite macht, sieht es auch nicht lustig aus. So, nämlich einen schönen Streifen von 100 Metern. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber sage und schreibe gerade einmal 14 Meter Breite. Oder alternative Aufteilung. Ja, so kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. 100 Meter breit, lang, 14 Meter breit. Das ist das Stück Wald, das jedem von uns zur Verfügung steht, wenn wir alle auf die Idee kommen, in den Wald zu rennen. Ja? Dann stellt sich also jeder möglichst auf 50 Meter. 50 Meter und auf 7 Meter. Dann ist er möglichst weit weg von allen anderen, die in ihrem jeweiligen Streifen stehen. So, und jetzt nehmen wir ja mal an, da man ja offensichtlich auch im Wald leben können darf in diesem Szenario, dass wir jetzt da uns noch so ein Blockhäuschen reinstellen. Vielleicht an den Anfang unseres 100 Meter Streifens, ja. Und dann kommt der eine oder andere und meint, ja, Blockhäuschen ist nicht so luxuriös. Ich baue mir lieber ein richtiges Haus und außerdem möchte ich noch gerne einen Pool. Und dann kommt der nächste und meint, ja, ja, aber das, hier ist ja gar kein Platz, da müssen jetzt erstmal die ganzen Bäume weg. Grundsätzlich sowieso hätten wir, wenn jeder, sagen wir mal, ein Drittel seines Streifens für seinen kleinen Garten und sein kleines Häuschen verwendet, die Waldfläche nochmal um ein Drittel reduziert, wenn wir alle im Wald wohnen, ja? Und jeder hat eben seinen 14 Meter mal 100 Meter Streifen. Da ist jetzt der Wald erheblich eingeschränkt. Gut, dann bauen noch ungefähr die Hälfte sich noch einen Pool. Da verlieren wir dann nochmal etwa ein Viertel der aktuellen Waldfläche. Dann will man ja noch irgendwie eventuell nicht sein, doch mehr Obst im Garten anbauen. Dann ist nochmal jede Menge Wald weg. So, und im Endeffekt könnte das sein, dass das vielleicht eventuell gar nicht mehr so sehr nach Wald aussieht, sondern vielmehr nach etwas, was man Schrebergarten nennt. Nicht Schrebergarten, das ist was anderes. wenn man keine Ahnung hat? Ja gut, aber das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen. So, jetzt nehmen wir mal an, jeder Zweite geht in den Wald. Super, dann ist der Streifen 28 Meter breit, der jedem zur Verfügung steht. Yay! Doof nur, wenn jetzt nochmal irgendwer zusätzlich auf die Idee kommt, auch in den Wald gehen zu wollen, da wohnen zu wollen, weil dann wird es schon wieder eng. Und außerdem funktioniert es halt nun mal nicht so, dass wir den Wald ganz kommunistisch gleichmäßig an alle verteilen, sondern jeder hat so viel Wald, wie er sich leisten kann. So, und ab sofort darf man im Wald ja offensichtlich bauen. Was hält jetzt irgendein Milliardär davon ab, sich einen riesen Batzen Wald zu kaufen? Grundstückspreise im Wald sind extrem niedrig. Da noch irgendwelche tollen Wohnklötze, Wald-Wellness-Hotels oder sonst was hinzustellen. Baukosten im Wald, gut, muss alles dahin geschafft werden und so weiter. Aber bei diesen niedrigen Grundstückspreisen und da Immobilien ja momentan sowieso die Investitionsquelle überhaupt sind, wenn du viel Geld hast, was investierst du? Immobilien.
Mietpreise steigen, alles tippitoppi. Und übrigens, wie realistisch ist es denn, dass Leute in den Wald ziehen würden, wenn man es erlauben würde, in Anbetracht dessen, dass da draußen erstmal Mietpreise von überhaupt nicht vorhanden sein würden? Sehr, sehr hoch. Ja, jeder, der wirklich meint, er zahlt zu viel Miete, oder jeder, der gerne weniger Miete, und zwar so 90% weniger Miete zahlen wollen würde, hätte da wirklich Interesse dran, eventuell in den Wald zu ziehen. Und da man ja neuerdings da bauen kann, was man lustig ist, stellst dir halt noch einen Generator in deiner Garage. Ach so, eine Zufahrt braucht übrigens auch noch jeder. Das heißt, wir müssen von den entsprechenden 14 Metern mal 100 Metern noch ein bisschen was abziehen, damit man auch eine schöne Zufahrt aufs Gelände hat. Dann braucht man noch jede Menge mehr Waldstraßen, damit jeder zu seiner Parzelle auch hinfahren kann, wenn er da dann entsprechend wohnt. Und ja, Generator, ne? Stromanschluss gibt's nicht, Abwasser gibt's übrigens auch nicht. Kanalisation müsste man dann noch ziehen, müsste man auch noch mal ein paar Bäume wegnehmen, damit man besser Kanalisation ziehen kann. Und Straßenbeleuchtung brauchen wir. Und was braucht man denn noch alles Schönes? Ja, früher oder später den kompletten Scheiß der Zivilisation. Ha? Denk mal ein kleines bisschen weiter als über dein eigenes Interesse, dass du gerne im Wald wohnen würdest. Wie soll das gehen in einem Land mit einer Einwohnerdichte von 300 irgendwas pro Quadratkilometer? Das kannst du vergessen. Das ist völlig unmöglich. Und dann ist der Wald wirklich nicht mehr im Ansatz mehr Wald. Selbst wenn jeden Kilometer einer wohnt. Das ist auch nicht so viel. Ja, der hat dann auch eine Zufahrt. Der hat dann wohl noch auf seinem Quadratkilometer irgendwo auch noch ein paar Parzellen, wo es halbwegs waldig aussieht. Aber dann hat er da seine Hütte. Ja, dann hat er da noch seinen Pool. Dann will er irgendwo vielleicht noch jagen gehen. Dann will er was weiß ich was noch machen. Und schwuppdiwupp ist der Wald da so sehr Mensch beeinflusst, wie man sich das nur wünschen kann. Ne? Und im nächsten Quadratkilometer wieder dasselbe. Und im nächsten Quadratkilometer wieder dasselbe. Das hat nicht mal im geringsten irgendwas mit dem Ökosystem Wald zu tun. Der Wald ist kein Spielplatz für jeden, der da irgendwie reinrennen möchte und da denkt, jetzt kann er was weiß ich was tun in der Wildnis. Das gab es schon bei den Amis. Lies mal James Fenimore Cooper Lederstrumpf. Also Lederstrumpf ist der Titel der entsprechenden Bücher. Das ist zeitgenössische Literatur aus dem goldenen Zeitalter der glorifizierten Trapper, denen wir ja gerne so vieles nachmachen und die ja in der Bushcraft, Survival, Outdoor, sonst was Szene gerne recht beliebt sind. Grundsätzlich habe ich auch da wieder sehr Bauchweh mit, weil was haben denn die Trapper gemacht? Die haben sich selber in die lustige Situation gebracht und das wird eben in dem James Fenimore Cooper Buch da, Lederstrumpf, super beschrieben, dass sie die Waldläufer gewesen sind. Ja, die richtigen Bushcrafter, die richtigen raus in die Wildnis scouten gehenden, die dort die Indianer kennenlernen, die da nur allein in der Wildnis nur mit auf sich selbst gestellt mit einem Minimum an primitiver Ausrüstung und so weiter und so fort zurechtkommen, die sich Kanus bauen, die sich eigene Schuhe aus Birkenrinde herstellen und jede Menge Pelztiere mit Fallen fangen, weil sie dafür eben einen Haufen Geld kriegen. Die Pelztiere übrigens dabei möglichst grausam quasi ums Leben kommen lassen und wenn mal ein paar fehlen und einfach so verreckt sind, ist auch nicht so wichtig, das gleicht der Gewinn bei denen, die man wiedergefunden hat aus der Falle dann ja auch schon wieder aus, dass man dementsprechend den Indianern nicht auch unbedingt immer ganz freundlich gesinnt gewesen ist, ist nochmal ein anderes Thema und letztendlich waren aber diese Pioniere, diese Vorläufer in die Wildnis genau diejenigen, die die Zivilisation hinterhergezogen haben. Je mehr die die Landschaft erkundet haben, je besser die sich auskannten, desto eher konnte eine Expedition, die eben die Landschaft urbar machen wollte, die das Wellnesshotel in den Wald stellen wollte, im übertragenen Sinn, konnte denen folgen, konnte von denen geführt werden, wurde von denen dahin gebracht, wo vorher kein Mensch gewesen ist und schwuppdiwupp waren wir da. Wenn wir da jetzt weitermachen, einfach uns unkontrolliert auszubreiten. Freiheit, die große Freiheit. Das funktioniert nur und wenn überhaupt nur da, wo wirklich noch so viel Platz ist, dass es noch funktioniert. Und auch da ist es, wenn man langfristig denkt, nur eine Frage der Zeit, bis man selbst in Kanada kein Fleckchen mehr kriegen wird, wo man nicht mal eben zum Nachbar rübergehen kann, um sich eine Tasse Milch, Zucker, Nei oder sonst was auszuleihen, weil selbst da dann die Wildnis überfüllt ist und die Wildnis überhaupt nicht mehr existiert. Und das ist etwas, was ich absolut grauenvoll finde, diese Vorstellung. Und deswegen gönne ich wirklich niemandem den Egoismus,
zu sagen, ich will aber in den Wald ziehen, ich will zurück zur Natur. Und davon nochmal, ganz wichtig, das muss uns auch allen klar sein, was wir hier in Deutschland haben und was wir Natur nennen, das ist ein Forst, das ist ein Wirtschaftswald. Da gibt es vielleicht 0,5% der Waldfläche, die die Bezeichnung Natur verdient haben. Ja, die könnte man jetzt aussparen. Aber das war es dann auch. Ja? Also, wer als völlig naturferner Städter in den Wald geht. Ja? Und Städter, da könnt ihr, ja, ich will jetzt keinen Städter beleidigen. Das muss jetzt nichts heißen. Man kann auch ein naturverbundener Städter sein übrigens. Ja? Städter sein ist nicht das Problem. Aber keinen Schimmer davon haben, was Natur eigentlich ist. Was echte Natur ist. Und dann denken, man könnte jetzt in den Wald ziehen und am Busen der Natur leben. Da geht mir der Hut hoch. Da geht mir der Hut hoch. Das ist so behämmert. Entschuldigung, ja, diese Aussage, ja, nicht du, dich kenne ich nicht, kannst ja ein ganz dufter Typ sein, aber wirklich, nee, diese Aussage geht gar nicht. Und zweite dumme Aussage, ja, das bedeutet auch nicht zwingend, dass du dumm bist, vielleicht bist du hochbegabt, was Mathematik angeht und so, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass diese Aussage blöd ist, nämlich 99% der Menschheitsgeschichte haben wir Menschen im Wald verbracht. Nein, das ist so falsch. Der Wald funktioniert als Lebensraum für uns in Symbiose mit dem Wald, ohne ihn abzuhacken, lediglich in den Tropen. Und vielleicht noch in den Subtropen, und das war's dann aber auch. Außer für ganz wenige, ganz geringe Bevölkerungsdichten, dann auch noch in den gemäßigten Breiten, also sprich beispielsweise bei uns, wenn man sich eben von Wild ernährt und jede Menge jagt. Ja? Dann funktioniert der Wald als Lebensraum in allen anderen Klimazonen und, egal in welcher Klimazone, ab einer gewissen Bevölkerungsdichte, sind wir auf die Landwirtschaft angewiesen. Und das sind wir schon seit der Jungsteinzeit. Ja? Also lediglich Altsteinzeit, zugegeben ist das eine recht lange Epoche, ja, aber 99% der Menschheitsgeschichte, dafür reicht es auch nicht so ganz. Ne? Und übrigens die Ägypter, wo haben die denn eigentlich im Wald gewohnt? Das war die am längsten bestehende Hochkultur in der Geschichte. Und die Chinesen, wann haben denn die eigentlich mal im Wald gewohnt? Nicht. Und man kann sich wirklich, wenn man sich auf der Erde umguckt, die Inka, haben die im Wald gewohnt? Nein, haben sie auch nicht. Die hatten auch entsprechend Felder, die haben Wald gerodet, wo es nur ging. Man hat überall, ja, der Mensch, sobald er einen gewissen Stand an Zivilisation erreicht hat, hat immer gegen den Wald gearbeitet. Er hat immer gerodet. Jungsteinzeitsdörfer in Deutschland, beziehungsweise in dem, was heute Deutschland ist und früher irgendwas Namenloses vermutlich gewesen ist in der Jungsteinzeit. Das lief so ab, dass man irgendwo in den Wald gerannt ist, ja, aber da hat man nicht im Wald gelebt, sondern das Erste, was man gemacht hat, war erstmal Bäume fällen. Und zwar so viel wie möglich und so schnell wie möglich. Und dann hat man noch mehr Bäume gefällt, damit man Acker anlegen kann. Und dann hat man noch mehr Bäume gefällt. Und dann gab es ein eindeutiges, in dem Leben der Menschen und in der Bildung der Menschen und in dem ganzen Kultur und in dem ganzen Wesen der Leute, gab es ein eindeutiges Drinnen-Draußen-Prinzip. Ja? Im Dorf, auf dem Acker, außerhalb des Waldes, in der geschützten Umgebung der Zivilisation, die wir uns damals schon zurechtgebogen haben, das hat zwar nichts mit heutiger Zivilisation zu tun, aber es war damals schon ein von uns Terra geformter Lebensraum. Kein anderes Tier, mit Ausnahme vom Biber, einheimisches Tier, mit Ausnahme vom Biber, ist in der Lage, seinen Lebensraum den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Ja, alle anderen müssen mit dem klarkommen, was da ist. Und wir haben das halt nochmal in einem erheblich ausführlicheren Maß betrieben als der Biber. Man wollte gerne auf den Acker, man wollte Landwirtschaft betreiben, man wollte nicht Wald. Wald war scheiße, Wald war gefährlich. Gehst du in den Wald, kann es sein, dass du vom Wolf gefressen wirst. Gehst du in den Wald, kann es sein, dass du vom Bär gefressen wirst. Gehst du im Wald, findest eine geheime Höhle, gehst rein, ist da der Höhlenbär. Kannst du den Höhlenbär anbrüllen, Party! Und dann frisst dich der Höhlenbär und dann hast du auch nichts von. Rausgehen aus dem gesicherten Umfeld der Zivilisation, auch so primitiv wie die damals gewesen sein mag, war niemandem geheuer. Die Römer, als sie dann nach Deutschland gekommen sind, da gab es Wald. In Italien hatten sie schon längst allen vernichtet.
Waren die begeistert? Nee, die hatten scheiße Angst vor dem Wald. Völlig zu Recht, weil wenn sie mal reingegangen sind, sind da gleich irgendwelche Germanen aus dem Gebüsch gekommen und haben sie kaputt gekloppt. Ja? Geschichte light. Alles nicht ganz historisch korrekt, aber ungefähr in die Richtung geht's. Was haben die Römer also gemacht? Wald gerodet. Dann kam's Mittelalter. Was haben wir da gemacht? Wald gerodet, und zwar massiv. Nie war eine geringere Waldfläche in Deutschland vorhanden als beim Ausgang des Mittelalters. Ja, da hat kein Mensch im Wald gelebt und schon gar nicht freiwillig. Wer im Wald gelebt hat, waren die Räuber, die Raubritter, die Verstoßenen, die Geächteten, die Exkommunizierten und solche Leute. Ja? Und die haben eben entsprechend alle überfallen, die sonst da durch den Wald gekommen sind. Also freiwillig ist keiner in den Wald gezogen im Mittelalter. So, dann gab es in der entsprechend beginnenden Industrialisierung erstmal die lustigen Waldberufe wie den Köhler, der im Wald gehockt ist und dort Holzkohle produziert hat. Der war fast schon ein Geächteter. Also einer der Untersten der Untersten. Also sowas wie YouTuber heutzutage. Und das war wirklich nicht schön. Ja, der ist zwar im Wald gehockt, ja, der hat im Wald gelebt, aber er hat auch nicht vom Wald gelebt im Sinne von, dass er sich da irgendwelche Nüsschen vom Baum gestibitzt hätte und davon gelebt hätte. Nein, er hat davon gelebt, den Wald weiter zu vernichten. Ein Köhler hat ja die Entwaldung vorangetrieben. Was der an Wald verbraucht hat, geht auf keine Kuhhaut. Und das hat er dann in die Stadt, ins Dorf oder sonst wohin gefahren mit seinem Karren oder auch getragen, die Holzkohle, und da dann eben entsprechend verhökert. Und dann musste er leider wieder in den Wald, weshalb er ja auch unbeliebt war, weil er halt da draußen im Wald leben musste. Im Wald, da sind die Heiden. Heide bedeutet ursprünglich jemand, der halt eben aus dem Heid kommt. Und der Heid ist der Wald. Ja, also dementsprechend waren die auch oft noch ungläubig. Ja, die haben dann vielleicht auch an die falschen Götter geglaubt. Frevel, Frevel und sonst wie. Aber wenn wir uns in der Geschichte umgucken, diese Aussage könnte nicht falscher sein. Und selbst wenn wir uns die Biologie angucken, warum gehen wir denn auf zwei Beinen? Hat zwei Gründe im Wesentlichen. Erstens, wir können Werkzeuge besser benutzen, weil wir die Hände frei haben. Zweitens, wir können übers Gras gucken, wenn wir in der Savanne unterwegs sind. Wir sind Steppenbewohner. Die ersten Menschen, ja, die ersten Homo, welcher auch immer, ja, die waren alle deswegen auf zwei Beinen unterwegs, wesentlicher Überlebensvorteil, dass sie eben übers hohe Gras gucken konnten in der Steppe, ob irgendwo der Feind kommt. Kaum ein Tier war höher als wir damals und wir hatten damit wirklich einen enormen Vorteil gegenüber unseren möglichen Fressfeinden, die es in Afrika reichlich gegeben haben muss, um eben genau rechtzeitig zu erkennen, die kommen, entsprechend Gegenmaßnahmen zu ergreifen, entweder zu flüchten, sich aufzustellen, sich zu verteidigen, sein Steinmesserchen rauszuholen oder was auch immer. Ja, also das ist, sobald wir zu dem wurden, was man gemeinhin als Mensch bezeichnet, auch andere Arten von Menschen, Neandertaler, sonst wie, ne, die haben alle nicht, ausdrücklich nicht im Wald gelebt. Und jetzt kommen wir zu den wenigen Ausnahmen, und das sind Randnotizen in der Menschheitsgeschichte, die nämlich nie Hochkulturen oder sonst irgendwelche sonstigen Kulturen hervorgebracht haben, die über, ja, im Grunde Altsteinzeitniveau herausgegangen sind, nämlich Aborigine, Yanomami-Indianer, sonstige Indianer im brasilianischen Dschungel, die als kleiner Gruppe, als kleines Volk da geblieben sind. Und dann gibt es ja noch diesen Stamm, mit dem noch nie jemand geredet hat, die auf einer Insel, ich glaube vor Indien, war das Indien? Ich bin mir nicht ganz sicher, hocken, wo mal der Missionar rüberfahren wollte und dann von ihnen mit Pfeil und Bogen erschossen wurde, weil sie halt nichts mit der Außenwelt zu tun haben wollen. Und auf ihrer Insel, wahrscheinlich sind sie noch Kannibalen und fressen kleine Kinder und was weiß ich, ist völlig egal. Aber das ist tatsächlich noch eine Kultur, die noch so lebt, wie sie immer gelebt hat, und die letzte völlig vom Menschen unbeeinflusste, soweit ich weiß. Also, die leben im Wald. Ja, ja. Und das tun sie auch schon sehr lange. Ja, und bei denen stimmt das. Bei uns? Nee. Wir kämpfen gegen den Wald, seit es uns in Mitteleuropa gibt. Da sind wir schon immer gegen den Wald gewesen. Das ist so falsch, wie man sich's nur vorstellen kann. So, das war der eine Kommentar, der mich da getriggert hat, entsprechend mal zu reagieren. Der andere Kommentar, der mich getriggert hat, entsprechend ein wenig zu reagieren, ist von einem Folovo, der irgendwie der Meinung ist, dass ich mit meinen waldrechtlichen kurzen Erläuterungen, ich habe dazu schon so viele Videos gemacht, ich wiederhole mich ungern jedes Mal wieder in aller Ausführlichkeit zu jedem erdenklichen kleinen Schissdrecksthema, aber
Offensichtlich hat er einen Fehler bei mir entdeckt. Und da habe ich wohl ganz, ganz schlecht recherchiert. Ja? Ich will gar nicht bezweifeln, dass nicht alles, was man zum Waldrecht sagen kann, im letzten, im ersten Teil meines aktuellen FAQ-Video-Reihelchings, ne, das kommt mehr oder weniger parallel zu diesem Video, der zweite Teil raus, werdet ihr finden, wenn ihr danach sucht. Da geht es ja unter anderem auch darum, ob man eben im Wald wohnen darf. Da haben wir ja wieder das gleiche Thema quasi wie jetzt eben bei dem, dass wir ja da schon immer gewohnt haben. Und irgendwas hat dem Polovo da in meinen Ausführungen nicht gepasst. Wie gesagt, das kann schon sein. Das kann echt sein, dass da irgendwas jetzt nicht 100% akkurat gewesen ist. Es ist ja gemütliches Plauder-Ründelching. Im Endeffekt bin ich aber von 100% nach wie vor davon überzeugt, dass das, was ich da so erzähle, schon so seine Richtigkeit hat in der Konsequenz. Ob jetzt die Details alle immer absolut wasserdicht sind, das weiß ich nicht, ja. Aber die Konsequenz, die ist korrekt. Und scheinbar hat ihn, wenn ich das richtig interpretiere, besonders gestört, dass ich nenne die drei Bundesländer, in denen man grundsätzlich nicht im Wald pennen darf. Und davon muss man noch eine Ausnahme machen, das gebe ich zu, da muss ich wirklich hinzufügen. Außer man ist der Waldbesitzer. Und inwiefern das für den Pächter gilt, das ist halt die Frage. Ja, das wissen wir nicht so genau. Der Pächter würde normalerweise die Rechte des Waldbesitzers, und Waldbesitzer meint im Sprachgebrauch den Waldeigentümer. Wir müssen ja Besitz und Eigentum juristisch unterscheiden. Aber grundsätzlich, man sagt Waldbesitzer, dann meint man den Waldeigentümer. Ja. Und klar, der Waldbesitzer, der Eigentümer desjenigen Waldes jeweils, der darf da auch nicht wohnen übrigens. Nein, das geht nicht. Aber, beziehungsweise die Behörden werden Möglichkeiten finden, denjenigen da raus zu komplimentieren. Und auch wenn er das Ding pachtet, dann darf er da immer noch nicht wohnen. Aber was er darf, ist zum Beispiel zelten. Ja? Und der darf natürlich dann, wenn er zelten darf, logischerweise auch in seinem Wald dann entsprechend schlafen. Ja? Also in so einem Fall gilt das alles nicht. Falls das diese kleine Tatsache, die meiner Meinung nach offensichtlich ist, jetzt der große Streitpunkt gewesen ist, dass ich das jetzt ausgelassen hätte. Aber trotzdem, jetzt nochmal, was mich so nervt an dem Kommentar, dazu kommen wir jetzt und dafür lesen wir ihn mal vor. So, wir haben doch keine Zeit, deswegen jetzt doch die Kurzfassung. Also, worüber ich mich aufrege, ist zum einen, dass die Pacht nicht automatisch das Schleifen und Stürzen von Holz erlaubt. Das wäre ja beschissen, dann könnte ja kein Mensch seinen Wald verpachten, weil nimm mal an, den verpachtest du für ein Jahr, in dem Moment geht der Pächter hin, haut dir sämtliches Holz weg, fährt's raus, verkauft's, gut ist, hat er jede Menge Gewinn gemacht, hat einen Apfel und ein Ei für die Pacht bezahlt und das wäre ja scheiße. Also das kann auf keinen Fall so in dem Sinne wirklich so stattfinden. Das mag da zwar so stehen, aber das ist halt eben nicht die gängige Praxis. Das wäre in einem komplett unreglementierten Pachtvertrag vielleicht so, dass man dann noch zusätzlich schleifen und stürzen darf. Das nächste ist, dass ich mich angeblich offensichtlich nicht damit auskenne. Das hat mich dann sehr geärgert und deswegen rege ich mich insgesamt über diesen Kommentar auf. Ja, das ist jetzt eben falsch, ne? Dass nicht nur das unbefugte Aufstellen von Zelten ist im Bayerischen Waldgesetz verboten, beziehungsweise im Bayerischen Waldgesetz schon, aber das Bayerische Waldgesetz ist eben nicht alles. Und wenn man sich eben nur oberflächlich mit der Thematik auskennt, wie hier der Kommentareschreiber, der mir genau das unterstellt, dann weiß man das nicht. Ja? Und dann denkt man, ich hätte das irgendwo aus dem Hut gezaubert. Habe ich aber nicht, sondern kommt jetzt. Was du nicht kennst, ist das Bayerische Naturschutzgesetz 5. Abschnitt, Erholung in der freien Natur. Dazu gibt es jetzt noch so lustige Nummern und so weiter und so fort. Ich packe einen Link in die Videobeschreibung. Und da können wir jetzt nämlich lesen, man muss nämlich auch noch andere Gesetze lesen. Nicht nur das jeweilige Landeswaldgesetz. Gut, ich gebe zu, eine gewisse juristische Vorbildung ist offensichtlich dabei, weil immerhin weiß dieser Polovo, dass man zu Waldrecht in den meisten Fällen erstmal das Bundeswaldgesetz befragen darf. Da steht dann drin, siehe Landeswaldgesetz, im Regelfall bei den allermeisten Sachen. Und dann guckt man im Landeswaldgesetz nach und dann meint man, man wäre jetzt schlauer.
Aber das Landeswaldgesetz ist halt nicht das einzige Gesetz und schon gar nicht die einzige Verordnung, die fürs Waldrecht eines Bundeslandes eine Rolle spielen. Wo kommen wir denn da hin? Wir sind hier in Deutschland. Ne? Das wäre doch viel zu einfach. Also bitte, Jura in Deutschland, nur ein Gesetz angucken. Ja, puh. jedenfalls gucken wir uns jetzt mal eben dieses Bayerische Naturschutzgesetz, 5. Abschnitt, Erholung in der freien Natur an. Und da steht jetzt drin, Punkt 4, Inhalt des Betretungsrechts, 4.1, Betreten im engeren Sinne, Artikel 22 Absatz 1. Also wo dann quasi das Recht zum Betreten des Waldes noch näher definiert wird. Es steht so drin, erstmal im Bayerischen Waldgesetz, da steht Betreten des Waldes, blablub, darf zum Zwecke der Erholung, blablub und so weiter und so fort, jeder blablabla. Ja? Aber wie das eben im Näheren exakt geregelt ist und was die Details sind, weil das scheinbar zu schwammig im Waldgesetz ist, hat eben der Bayerische Freistaat irgendwie noch ein bisschen genauer definiert. Und das muss man wissen. Und dafür muss man sich wirklich mit der Waldgesetzgebung auskennen und nicht mal eben schnell Google anwerfen und rausfinden, dass es ein Bayerisches Waldgesetz gibt und denkt, man kann jetzt mit dem Bayerischen Waldgesetz sofort rausfinden, ob man nun in Bayern übernachten darf oder nicht im Wald. So, und jetzt steht da eben, Artikel 22 Absatz 1 berechtigt den Fußgänger, zu jeder Jahreszeit in allen Teilen der freien Natur zu wandern. Das Betretungsrecht umfasst weiter die Befugnis, sich auf diesen Flächen zum Zwecke der Erholung aufzuhalten, dort zu rasten und zu lagern. Und jetzt kommt's, sofern nicht Einschränkungen nach Artikel 25 bis 27 vorliegen. Da steht dann zum Beispiel drin, dass man unter bestimmten Bedingungen den Wald eben sperren kann, weil es gerade aus naturschutzrechtlichen Gründen notwendig ist. Oder eben dann weiter, darüber hinausgehende Betätigungen, also über das Rasten, Lagern, zum Zwecke der Erholung aufhalten, Wandern, theoretisch auch Skifahren, Skilanglauf oder sowas, darüber hinausgehende Betätigungen, zum Beispiel das Aufstellen von Wohnwagen, dass man das nicht was wissen darf, wissen wir schon. Das Zelten, das wissen wir auch schon, dass das nur unter Genehmigung eben zulässig ist. Und jetzt kommt der springende Punkt, oder das Übernachten im Freien. Bam! Sind vom Betretungsrecht nicht gedeckt und bedürfen unbeschadet öffentlich-rechtlicher Vorschriften der Zustimmung des Eigentümers. So, deswegen, wegen dieser kleinen Unter-Unter-Vorschrift im Unter-Unter-Unter-Gesetzchen, beziehungsweise der Unter-Unter-Verordnung eigentlich, die Bayerische Naturschutzabschnitt Erholung in der freien Natur, also quasi die Ausführungsbestimmungen zum Bayerischen Naturschutzgesetz beziehungsweise zum Bayerischen Waldgesetz. Ja, das hängt alles so ein bisschen miteinander verkoppelt. In diesen ganz, 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 ganz kleingedruckten, da steht's drin. Ja? Und das weiß man nur, wenn man sich wirklich mit dem Waldrecht auskennt. Und deswegen finde ich es einfach kacke, wenn man mich. Und das ist mein Job, ja, das ist mein verdammter Beruf, Wald, ne? Zeugs, Wissen, vor allen Dingen das Waldzeugs Wissen. Wenn man mir da unterstellt, ich würde nicht richtig recherchieren und denken, man könnte mit einem kleinen Spüchchen rumgoogeln und ein bisschen ins Bayerische Waldgesetz reinschauen, hier irgendwie mich widerlegen. Nee, geht nicht. Ha, so, Arroganz, Arroganz. So, muss auch mal sein. Muss echt. Ich muss mir jeden Scheiß in den Kommentaren immer anhören. Manchmal muss man ein bisschen zurückschießen. Wer auch einen YouTube-Kanal hat, kennt das. Wer andere Social-Media-Auftritte hat, kennt das hoffentlich auch. Wer das furchtbar unangemessen und ganz, 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 ganz schlimm findet, bitte, dann meckert. Ist in Ordnung. Darüber rege ich mich dann vermutlich nicht auf, weil, ja, es ist eine Charakterschwäche von mir. Ah, ich bin nicht Gandhi. Oder beliebige andere, sehr geduldige Personen hier einfügen. So, jetzt haben wir gesagt, haben wir noch einen dritten Kommentar, der im Grunde gar nicht so blöd ist, sondern nur noch auf eine mögliche Diskrepanz in meinem letzten Video hinweist, nämlich, es gibt ja Häuser im Wald. Und ich habe doch gesagt, im Wald wohnen geht doch nicht. Aber da gibt es Häuser drin. So, und da müssen wir jetzt zwei Sachen unterscheiden. Erstens, ist das überhaupt Wald? Zweitens, Bestandsschutz. Wenn es überhaupt kein Wald ist und nur aussieht wie Wald und quasi einfach nur so derart nah am Wald dran ist und der Wald als Ökosystem dieses Haus entsprechend überwuchert hat,
Ja, der Wald, der das Haus überwuchert hat, aber juristisch gesehen überhaupt kein Wald ist. Also im Flächennutzungsplan nicht als Wald ausgewiesen. Dann wohnt derjenige, der da wohnt, nicht im Wald. Und das ist dann auch kein Haus im Wald. In diesem Zusammenhang gab es noch einen anderen Kommentar, der da gemeint hat, was ist denn, wenn ich mir mein Haus irgendwo auf den Acker stelle, wo man halt bauen darf, muss ja Bauland sein, und dann lasse ich da drum so lange Wald wachsen, bis da halt Wald steht, dann darf ich auch im Wald wohnen. Ja, juristisch gesehen nicht, weil das ist juristisch gesehen noch immer kein Wald, weil wenn du Wald haben willst, der wirklich Wald ist, der dann im Sinne des Waldgesetzes juristisch rechtlich Wald ist, mit allen dazugehörigen Rechten und Pflichten, dann musst du vorher eine Erstaufforstungsgenehmigung haben und erst wenn du erst aufgeforstet hast, juristisch, praktisch natürlich auch, da sollten dann schon wirklich Bäume stehen, aber erst wenn das juristisch erst aufgeforstet ist, dann hockst du im Wald. Ja? Und das wird nicht gehen, solange da ein Gebäude steht, jetzt eine Erstaufforstungsgenehmigung zu bekommen. Denn Bestandsschutz, ja, die zweite Sache. Es gibt noch aus alten Zeiten noch alte Häuser im Wald, als es noch einfach ein anderes Recht gab und man, wenn man die entsprechenden Leute, vorzugsweise irgendwelche Obernazis, gekannt hat, dann hat man natürlich auch für Zwecke der Jagdhausübung beispielsweise sich eine Jagdhütte oder ein Jagdschloss oder ein Jagdhaus oder irgend sowas in die Richtung mitten in den Wald stellen können. Wir haben oben im Schwarzwald noch einige von den Dingern rumstehen und die gehören natürlich irgendwem, logisch. Und jetzt ist es folgendermaßen folgendes Problem, in Anführungszeichen Problem, kann man sich jetzt streiten. Ich persönlich finde, es ist tatsächlich in gewisser Weise ein Problem. Andererseits, diese Hütten, die Chance zu haben, da mal drin zu sein, ist schon verlockend. Und das ist schon cool, dass es diese Häuser noch gibt. Und wenn sie dann der Öffentlichkeit auch gegen Vermietung oder sonst wie zur Verfügung stehen, dann ist das schon schön. Ne? Aber genau genommen gibt es die nur deswegen noch, weil es eben noch Altbestand ist. Und der hat halt Bestandsschutz. Und solange man jetzt dieses Haus nicht abreißt und versucht, Neues zu bauen, dafür wird man nämlich keine Baugenehmigung mehr kriegen. Man kann es abreißen, dann ist es aber weg. Dann ist da Schluss. Dann kommt da wieder Wald hin und gut ist. Eine neue Baugenehmigung kriegst du nicht. Du darfst es renovieren. Was du auch schon wieder nicht darfst, ist es erweitern. Und wenn du da auch nur einen winzigen Schuppen dran stellen möchtest, dafür kriegst du keine Baugenehmigung. Es ist der erklärte Wille von Vater Staat, in diesem Zusammenhang diese Häuser aus dem Wald nach Möglichkeit rauszukriegen, die es da eben entsprechend noch gibt. Und wenn die dann irgendwann so verfallen sind, dass man sie im Grunde wirklich grundsanieren müsste, wofür man wieder keine Baugenehmigung kriegt, dann sind sie weg. Ja? Die Alternative wäre enteignen und enteignen, dafür brauchst du halt wirklich einen richtig guten Grund nach Grundgesetz, um jemandem Eigentum wegzunehmen als Staat und der ist nicht gegeben. Und da geht dann wirklich der Schutz des Eigentums des Individuums, dem dieses Haus halt jeweils noch gehört, das darf auch vererbt werden, ist nun mal so. Das geht vor den Interessen des Waldes, der Allgemeinheit, dass im Wald eben keine Häuser stehen sollen. Das ist die aktuelle Rechtsauffassung zum Thema alte Häuser, die noch im Wald rumstehen. Und in diesem Zusammenhang bin ich auch noch gefragt worden, was denn jetzt mit den ganzen Kollegen ist, die gerade versuchen, in den Wald zu ziehen. Auch nicht, dass irgendjemand von denen, meines Wissens versucht, keiner von denen wirklich im Wald zu wohnen, sondern sich da lediglich eine für kurze Aufenthalte Einrichtung hinzustellen. Beispiel, die Naturensöhne haben sich Wald gekauft mitsamt Bunker, mehreren sogar. Die Vanessa inzwischen von Vanessa, sie heißt ja nur noch Vanessa, der Kanalname, weiß ich nicht, jedenfalls Vanessa Blank, die hat sich eine Hütte gepachtet, eine vorhandene Hütte, Bestandsschutz. Der Meinecke Fritz hat sich einen Container, glaube ich, in den Wald gestellt, meines Wissens. Was da sonst passiert, weiß ich nicht. Aber einen Container hat er sich hingestellt, der ist theoretisch mobil, der ist theoretisch Kategorie Bauwagen, so in die Richtung. Ob das jetzt so ganz koscher ist, weiß ich nicht. Ich würde mal vermuten, das ist eher eine Frage der Zeit, bis die Behörden da irgendwann ein Problem mit haben. Ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber könnt's mir vorstellen. So, Variante Hütte pachten, die schon da ist, ist safe. Man darf da nur nicht einziehen im Sinne von, man wohnt da die ganze Zeit, nicht ständiger Wohnsitz. Rein rechtlich gesehen müsste man 51% seiner Zeit, wo man irgendwo ist,
außerhalb dieser Hütte verbringen, beziehungsweise in einem anderen Wohnsitz verbringen, dann ist es nicht der ständige Wohnsitz. Gleiches gilt im Grunde auch für die Jungs mit dem Bunker, die Naturensöhne. Erstens mal, die Ausbauten dieses Bunkers sind ja so legal wie nur irgendwie möglich. Ich bin nahezu beeindruckt. Auch die ganzen Feuersicherheitsmaßnahmen und so weiter und so fort. Und da haben sie halt auch wieder den Vorteil, das Gebäude ist schon da. Das hat auch wieder Bestandsschutz, selbst wenn es nur ein verdammter Bunker ist. Und da ist man relativ safe aus juristischer Sicht. So, und dann hätten wir auch den guten Survival Martin, der sich seinen eigenen Bunker in den Wald baut. Ich kann mir nicht erklären, wie er dafür eine Genehmigung bekommen hat, sofern er dann eine hat. Das kann ich mir wirklich nicht erklären. Vielleicht kennt er die richtigen Leute, ja? Dass da Korruption und Vitamin B eine gewisse Rolle spielen. Aber bei den Forstbehörden, mit denen ich jemals was zu tun hatte, wäre das auf keinen Fall durchgegangen. Auf keinen Fall würde er die Genehmigung kriegen, sich da wirklich ein Gebäude, und bei dem Aufwand, den die da betreiben, ist das definitiv ein Gebäude, mitten in den Wald zu stellen. Ja? Man darf da normalerweise wirklich ohne Genehmigung nicht mal einen Schuppen hinstellen. Das ist alles ein Bauwerk und gebaut werden darf nun mal im Wald normalerweise eben nicht. Ja? Außer man kennt die richtigen Leute scheinbar. Ja? Ich sage ja nicht, das ist unmöglich. Man muss aber wirklich... So. Ja. Das ist also die Möglichkeit, um an ein Gebäude im Wald zu kommen. Wohnen, wie gesagt, darf man da immer noch nicht. In der Praxis müssen sie dir erstmal nachweisen, dass du da häufiger bist als in deinem anderen Briefkastenwohnsitz. Ja, der im Grunde nur aus da kann Post abgegeben werden und offiziell wohnst du da und hast irgendwo eine Kiste hinterm Sofa stehen, wo deine Habseligkeiten drin sind. Und so wird das ja dann natürlich gehandhabt in der Regel. Das ist auch schon immer so gehandhabt worden, wann immer mal wieder jemand mit einem Tipi in den Wald zieht oder sonstige Späße durchführt, bis er dann wieder da rausgeschmissen wird, weil es die Behörden irgendwann mitbekommen haben und irgendeiner von den Behörden beschlossen hat, dass der jetzt da wieder weg muss. Passiert eigentlich immer, ne? Früher oder später. Und ja, dann hat man bis dahin halt eben diesen Kistenwohnsitz mit Briefkasten in Anführungszeichen. Und so können es jetzt also auch die besagten Kollegen, namentlich erwähnten, tun. Und bis auf beim Survival Martin und beim Fritz so halb, gehe ich schon davon aus, dass das eine ganze Weile gut gehen wird. Bis hin zu sehr, 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 sehr lange im Fall von den Bunkerjungs und der Vanessa mit ihrer Hütte, weil das ist relativ safe. Kleine Anmerkung zu Vanessa und ihrer Hütte, falls sie zuguckt. Hallo. Überwachungskamera aufhängen. Grundsätzlich darf man da schon zum Zwecke von eigenem Gedöns sichern. Ja, das wäre jetzt mal ein guter Grund, um eine Überwachungskamera im öffentlich zugänglichen Raum, und der Wald ist öffentlich zugänglicher Raum, eben entsprechend anbringen zu können. Aber da müsste man noch ein Schild aufstellen, dass da eine Überwachungskamera hängt. Ja? Meiner Recherche nach. Also das gilt zumindest für Wildbeobachtungskameras, für Touristenzählkameras. Die sind im Regelfall sowieso gar nicht zulässig. Hängt auch so ein bisschen vom Bundesland ab und auch je nachdem, welches hohes Tier in der Regierung man kennt. Also da muss man vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein, juristisch gesehen. Aber ansonsten alles safe mit der Hütte, alles safe mit dem Bunker und mit Survival Martins Bunker. Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ich will jetzt nicht sagen, der ist illegal. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Connections zum Berliner, zur unteren Naturschutzbehörde in Berlin oder zum Bauamt in Berlin. Ich weiß auch gar nicht, wie das Bauamt in Berlin korrekt heißt oder welche Behörde da jetzt genau zuständig ist, um letztendlich diese baurechtlichen Fragestellungen da zu klären. Ja, nur damit wir eben mal über die juristische Situation gesprochen haben. Das war's. Auf Wiedersehen. Tschüss.